Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Alles Gute kommt von oben, auch in der Brita Arena zu Wiesbaden. Fünfter Spieltag der SVW. Wiesbaden gegen die Spielvereinigung Unterhaching. 50 bis 60 Haching-Fans hatten den weiten Weg mitgemacht. Respekt! Richtig gut los ging es für die Hessen. Nach turbulenten Wochen und nur 4 Punkten aus den ersten 4 Spielen scheint es so langsam zu laufen. Auch für Chiré! Kofi Chiré, Mann der Stunde bei WNT Wiesbaden. Zum ersten Mal in der Startelf und dann zieht er einfach mal ab und liefert ab. 1:0 für die Gastgeber. 20 Minuten rum von Haching, wenig zu sehen. Dann aber gleich die Einladung der Gastgeber. Das ist Mockenhaupt und der spielt einen Katastrophenpass, schickt Marseiler auf die Reise und der macht es selbst, scheitert an Markus Kolke, die Krake Kolke, schon im Pokal gegen Pauli so stark gewesen und Marseiler kriegt da gleich den Anpfiff, warum spielst du denn nicht ab? Und wir schauen noch mal drauf, Marseiler völlig frei, aber daneben Hain, der besser postierte Mitspieler, den er da nicht sieht. Dann knifflige Szene, nur 6 Minuten später. Klaus Schromm fordert Handspiel. Moritz Kuhn, der Wiesbadener Rechtsverteidiger, geht da mit der Hand zum Ball. Das hätte Handelfmeter geben können. Haching davon unbeeindruckt, macht weiter mit Stefan Hein, der an Kolke scheitert. Wiesbaden klärt abermals zum Gegner. Bikalke mit dem Abschluss. Und Markus Kolke in großer Form, mit großen Paraden derzeit. Rüdiger Rehm, die Pausenführung, ja, aber glücklich sah er keineswegs aus. Kein guter Auftritt seiner Mannschaft in den ersten Minuten. Der zweite Durchgang hatte noch einiges zu bieten. Gute Möglichkeit für Niklas Schmidt in der 59. Minute. Aber dieser Durchgang hatte noch wesentlich mehr auf Lager. Diese Aktion von Schmidt, nur der Auftakt. Keiner greift ihn an, den Schmidt. Da zieht er halt mal ab. Kurz darauf eine spielentscheidende Szene. Es ist die 68. Minute. Kofi Chiré, der hatte gelb gesehen in Halbzeit 1. Und sieht dann, ja, Sie sehen es, gelb-rot. Muss runter, der Torschütze. Und ja, okay, das ist ein Foulspiel. Und das ist weit in des Gegners Hälfte. Nicht clever von Chiré, aber die gelb-rote von Schiedsrichter Henry Müller finde ich zu hart, ohne weitere Ermahnung den Spieler sofort runterzuschicken. Eine Entscheidung natürlich, die den Spielverlauf auf den Kopf stellen sollte. Und es dauerte nicht lange. Haching kannte jetzt nur den Weg nach vorne. Der eingewechselte Stefan Schimmer mit dem 1:1. 75. Minute. Welsmüller setzt sich entscheidend gegen Wachs durch und legt damit auf für Stefan Schimmer, der nur 2 Minuten zuvor eingewechselt worden war. Markus Kolke kassiert noch die Höchststrafe, denn der geht gerade zwischen seinen Beinen rein ins Tor. Und Haching ging souverän mit der Überzahl um. Mit der notwendigen Geduld suchten sie weiter nach der Lücke. Das ist der starke Hufnagel. Der fällt hier nicht, sondern spielt zu Hain. Und der macht den Siegtreffer in der 84. Minute für die Oberbayern. Auf den können sie sich immer verlassen, der Torjäger vom Dienst. Aber Hufnagel, stark, dass er hier stehen bleibt, weil er weiß, da ist Stefan Hein und er macht das Tor. Ich denke auch, dass es verdient war, auch wenn es natürlich zum Schluss glücklich ist. Aber ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit schon ja, 2, 3 Chancen, wo wir vielleicht eins machen müssen. Und ja, nee, wir sind natürlich froh, dass wir hier 3 Punkte mitnehmen können. Wir haben viele den Anspruch, immer wieder Führungsspieler zu sein, aber das muss ich auch auf dem Platz sehen. Letzte Woche habe ich es gesehen, die Frage ist, warum kriegen wir das heute nicht hin? Ja, und das müssen wir uns stellen, das muss sich jeder Einzelne stellen, ja, wir vom Stab auch. Und müssen einfach hinterfragen, warum es sein kann, dass wir eine Woche davor gegen Pauli ein sensationelles, intensives Fußballspiel abliefern und heute so einen lahmarschigen, blutleeren Auftritt, ja, und versuchen das 1-0 zu verwalten. Haching liefert weiter ab, schlägt Wiesbaden 2:1, profitiert natürlich von einem umstrittenen Platzverweis, belohnt sich aber auch für eine Leistungssteigerung in Halbzeit 2.